Hi, ich begrüße euch alle zu einem neuen Video. Ich bin zu Hause bei mir an einem riesigen Baggersee unterwegs. Ein großes Naherholungsgebiet. Hier ist allerhand los. Es gibt ein großes Schwimmbad, es gibt einen Segelverein, es gibt zahlreiche Badegäste jetzt im Sommer. Man glaubt es kaum, wir haben immer noch Sommer, obwohl der Himmel heute wirklich bedeckt ist. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt am See hier unterwegs bin. Ich bin nämlich auf Platzsuche. Aber es ist gar nicht so einfach. Ihr seht, alles hier, große Bereiche des Seeufers sind komplett verwachsen. Und dann wurden hier einzelne Plätze hier angelegt, wo natürlich auch zahlreiche Fußgänger sich eine gute Zeit machen. Ja, und ich will halt irgendwo ein Plätzchen finden, wo ich eine Chance habe, einen Fisch zu fangen. Das Wetter passt, die Hitzewelle ist erstmal verflogen, in den nächsten Tagen ist Sturm angekündigt, Regen und auch guter Wind. Den Wind hört ihr schon in den Bäumen hier rauschen. Natürlich ist jetzt bei diesen Wetterbedingungen nicht so viel los wie sonst hier im Sommer. Im Herbst und im Winter hat man hier als Angler seine Ruhe. Aber jetzt, ihr seht es schon da vorne, kommen die nächsten Spaziergänger. Und wenn man da natürlich irgendwo offensichtlich sitzt, wird man den ganzen Tag mit Fragen gelöchert, sitzt komplett auf dem Präsentierteller. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe eins, vielleicht zwei schnelle Nächte Zeit. Und da will ich auch ein bisschen meine Ruhe haben. Aber ihr seht es ja schon, ne? Man kommt hier nirgendwo ans Wasser ran, so richtig. Hallo? Ja, hier vorne kommt jetzt noch ein größerer Bereich, der zugänglich ist für Uferangler. Aber auch alles voll mit Leuten. Und bei dem schlechten Wetter, was kommen wird, kommt auf jeden Fall ein bisschen Regen, ist gemeldet. Werde ich wohl auch ein Schirmzelt aufbauen müssen, einen kleinen Wetterschutz. Und sowas wirkt natürlich dann wie ein mega Anziehungspunkt. Ja, guck mal, was hier los ist. Nicht so viel wie sonst, aber überall schlappen Leute rum und heute Abend werden bestimmt auch noch Verrückte kommen, die hier baden gehen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will vom Ufer auf Karpfen angeln. Was ist hier vorne? Ja, hier tausend die Enten, die wollen wir natürlich auch nicht stören, aber ich will euch mal zeigen. Ganz interessant. Auf dem Ufer, wo wir jetzt gerade hier unterwegs sind, drückt der ganze Wind drauf. So, die müssen mal kurz weg. Die ganzen Wellen drücken hier in dieses Ufer da rein. Hier steht guter Wind drauf. Und in dem Bereich werden wir auch immer aktive Fische finden. Da, wo der Wind hindrückt, wird die Nahrung hingedrückt. Und da sollten wir angeln. Und da brauchen wir auch gar nicht viel vorbereiten. Ja? Da braucht ihr keinen großen Futtereinsatz bringen. Wenn ihr da ein paar attraktive Köder am Start habt, werdet ihr da normalerweise schnell einen Abnehmer finden. Aber wo sollen wir uns hinsetzen? Auf dem anderen Ufer sind ein paar weitere Stellen, ein bisschen im Wald gelegen. Weiß nicht, ob ihr das hier gut erkennen könnt. Aber da steht der Wind nicht drauf. Der Wind beginnt in der Seemitte hier rüber zu drücken. Hier sollte man auf jeden Fall irgendwo hin. Und hier, wo ich aktuell bin, ist die Entengang unterwegs. Die will ich nicht stören. Und hier genau hinter mir der Riesenplatz, wo alles voll mit Fußgängern ist. Da kommen die Nächsten. Viele lassen natürlich auch ihre Hunde hier baden. Ist überhaupt kein Thema, aber habe ich halt jetzt, ja, jetzt schimpfen sie da unten ein bisschen, weil ich sie ein bisschen verjagt habe. Aber ist ja schon wieder gut. Aber wie gesagt, ich will ein bisschen meine Ruhe haben. Es ist auch noch lange aktuell hell. Im Herbst oder im Winter, wenn es 18, 19 Uhr dunkel ist, ist hier kaum mehr jemand unterwegs. Und da ist man auch unauffällig, aber jetzt brauche ich irgendwie ein Plätzchen, wo ich nicht so auffalle. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Alles voll Dornen. Hier kommst du nirgendwo durch. Aber da unten sieht man immer wieder so ein paar Lücken. Gehen wir hier runter. Keine Chance, ans Wasser ranzukommen. Seht ihr ja, komplett zugewachsen. Da kommst du nicht durch. Aber ich habe in weißer Voraussicht mir Bartstiefel angezogen.
und versuche jetzt einfach mal von der Wasserseite, also von einem zugänglichen Platz, mich am Ufer lang zu drücken. Vielleicht finde ich irgendwo eine kleine Lücke, wo ich mich ein bisschen reindrücken kann. Ich habe auch gar nicht viel dabei. Heute wird noch nicht geangelt. Heute wollte ich mir nur einen Platz raussuchen. Nur eine Route zum Loten. Ein bisschen checken auch, ob der Plan aufgeht. Hallo. Und dann schauen wir mal. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir irgendwo hier rankommen. Hier vorne ist schon wieder alles voll mit Leuten. Das war eigentlich mein Plan. Hier irgendwo reinzugehen und zu schauen, ob ich an der Uferkante vorne ein bisschen langlaufen kann und mir da irgendwo ein kleines Plätzchen suchen kann, wo ich wenigstens mit meiner Liege reinpasse, mit meinen Ruten. Mehr brauche ich ja nicht. Ich will vom Ufer aus werfen. Kann auch ein Stück ins Wasser reinlaufen zum Werfen. Alter Vater. Hier unten ist ein Loch. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da unten ist wie so ein kleines Löchlein, so ein von hier außen. Sieht mich keiner. Alle, die hier vorbeilaufen, werden da nicht drauf achten. Noch einen kleinen Schirm reingestellt zum Weg hier hoch. Und da sollte das doch passen. Mal gucken, wo wir hier durchkommen. Hier ist ein bisschen ein Trampelpfad. Ja, hier kommen wir ans Wasser runter. Ja, das sind wahrscheinlich hier die Trampelpfade von den Wildbadern. Genau hier anschließend kommt das Schwimmbad, das große Freibad. Hier ist auch eine Kette. Da dürfen wir nicht angeln. Aber hier können wir mal gucken, ob wir hier am Wasser entlang laufen können. Mit irgendeinem Löchlein finden. Hier seht ihr das. Hier seht ihr das übrigens, wie schön der Wind hier drauf drückt. Da vorne schwimmt auch unser Freund der Kormoran. Der ist natürlich auch dort, wo die Fische sind. Vorne in der Ecke ist noch ein Kormoran. Die Futterfische sind auf jeden Fall schon mal hierher gedrückt. So, jetzt gucken wir mal. Na gut, hier ist alles zu tief. Aber schaut mal. Das könnte doch hier was werden. Schön verwachsen alles. Das hier ist das Loch, was ich vom Weg aus gesehen habe. Das sieht doch gut aus. Mache ich mir ein bisschen die Donnen weg. Und der Platz da hinten reicht doch schon vollkommen für einen kleinen Schirm und eine Liege. Die Ruten werde ich hier vorne ins Wasser stellen. Auf Banksticks. Und bin doch hier wirklich an einem heißen Bereich. Müssen wir jetzt noch mal loten mit der Rute, wie die Kante hier verläuft. Ich würde gerne ein bisschen tiefer angeln, so 4-5 Meter. Hier vorne ist so ein leichter Krautgürtel im Wasser. Und wo der dann ausebbt, seht ihr, das läuft gleich bis da vorne das Kraut. Könnte man es doch probieren. Sieht doch gut aus. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, ihr habt hier gesehen, ich habe ein Futteral dabei gehabt. Da ist schon mein Ruten drin. Einfach nur mit einem Grundblei. Ich habe 140 Gramm notiert. Damit kann ich super gut jetzt da unten mal loten, wie es aussieht. Wo die Kante beginnt, einfach um mir einen Überblick zu verschaffen. Ich habe hier in diesem Bereich noch nie geangelt, obwohl ich hier ganz in der Nähe wohne. Aber ihr seht ja auch den Grund, weil einfach alles komplett zugewuchert ist. Und weil ich meistens auch im Sommer ballertechnisch unterwegs war. Ganz einfach, hier vorne 140 Gramm Blei montiert. Jetzt gucke ich mal, ob ich da draußen spüren kann, wie der Grund verläuft, wie tief es ist. Das ist ganz einfach. Nachdem das Blei aufschlägt, zähle ich mit. Und
Pro Sekunde fällt das Blei circa einen Meter. Ihr könnt also ein bisschen mitrechnen, wie tief es am Angelplatz ist. Und wenn das Blei am Grund angelangt ist, beginne ich langsam das Blei zu mir herzuziehen. Kann so relativ gut merken, ist da Kraut da unten, ist Kies unten, läuft die Kante relativ schnell nach oben. Bin ich eigentlich viel zu flach oder ist es hier an der Stelle zu tief? Schauen wir mal. Gar nicht so einfach hier zu werfen, ohne auf jeden Fall nasse Füße zu bekommen. Die Wartstiefel sind dann doch etwas zu kurz, aber der Angelspot ist interessant. Weil da draußen circa 4,5, vielleicht 5 Meter Wassertiefe, dann geht es die Kante relativ hart hoch. Also ich habe richtig gemerkt, dass es über festen Boden juckelt, das Blei. Und hier vorne das einzige Problem ist dieser Krautgürtel. Der geht circa vielleicht 10 Meter raus im Flachwasserbereich und dann fällt es ab. Und die Kante da hinten ist wirklich interessant. Und um uns da jetzt nochmal einen genaueren Überblick zu verschaffen, habe ich noch was Spannendes mit. Ein Garmin Striker Cast. Ein Wurfecholot für die Angelrute. Ganz einfache Übertragung über Smartphone. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich entferne jetzt einfach hier vorne mal mein Lotblei. Häng das Wurfecholot dran. Auf jeden Fall wichtig, richtig gut befestigen, weil sonst fliegt es weg. Jetzt im Sommer ist ja wurscht, das Teil schwimmt. Aber im Winter wäre das ärgerlich. So, dann schauen wir mal, was uns das für Bilder übermittelt. So sieht es aus. Jetzt schalte ich das Handy ein, gehe auf meine App drauf. Zack. Gehe auf Echolot. So sieht der Bildschirm dann aus. Das Gerät schalte ich ein, indem es mit Wasser in Kontakt kommt. So, jetzt gehe ich auf meine App. So sieht es dann aus. Ich kann wählen zwischen einer Angelkarte, aber auch zwischen dem Echolot, das läuft schon. Wassertemperatur 21,8, 21,7 Grad. So, das lege ich mir jetzt mal hier sicher hin. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, das Ganze. So, jetzt sehen wir hier, was habe ich euch vorhin gesagt, wie ich das Blei rausgeschmissen habe. Circa 4 Meter, hier läuft schön die Kante hoch. So, jetzt holen wir das Ganze mal ein Stückchen näher ran. Da seht ihr, jetzt läuft es hier vorne an die Krautkante hoch. Das ist der Bereich, den wir vorhin auch schön mit dem Tastblei gemerkt haben. Doch, gefällt mir gut, der Spot. Seht ihr mal, was es alles für verrückte Sachen mittlerweile, ja, da gibt. Aber das Ding finde ich ganz cool. Für schnelles Uferangeln mal, coole Sache. So, okidoki. Wirklich eine coole Sache, dieses Striker Cast. Schnell, effektiv, überall einsetzbar, könnt ihr euch einen guten Überblick über euren Angelplatz verschaffen beim Uferangeln. Könnt es auch hinterm Boot hinterherziehen, ja, wenn ihr mal in den Urlaub fahrt und kein Echolot mitnehmen könnt.
Das ist auf jeden Fall der Plan. Hier werden wir es morgen probieren. So, bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Uferangeln, ganz normales Wurfangeln an einem großen Baggersee auf Karpfen. Schauen wir mal. Die Kante sieht spannend aus da draußen. Der Wind steht auf dem Ufer. Könnte klappen. So, die letzte Tasche, die geht noch mit. Und dann können wir schon starten. Ich grüße euch bei mir zu Hause. Heute geht's an den Baggersee. Momentan ist die Sonne sogar draußen. Bisher hat es nur geregnet. Ich habe schon überlegt, gebe ich mir das überhaupt? Aber so wechselhaftes Wetter, jetzt passt es. Und was ganz wichtig ist, habe ich noch vergessen, sonst ist alles drin. Routen, Trolley, eine Warthose habe ich mir noch eingepackt, weil gestern die Wartstiefel schon ein bisschen Wasser geschöpft haben. Müsste ich alles haben. Und eben kam noch der Postbote und hat mir Futter gebracht. Von der Bait Lounge. Schauen wir mal rein noch schnell zusammen. Dann nehmen wir gleich was mit. Zack. Eieiei. Beste Ware. Rotex-Boilies. Puppies. Sweetcorn. Geil, das probieren wir heute gleich aus. Neons brauche ich auch. Das Liquid. Ein Käppi. Was ist denn das? Cool. Liquid. Liquid. Puppies. So, die packen wir gleich noch mit ein. Die können wir heute gebrauchen. Das müssen wir nachher verstauen. Ja, mega Material. Und natürlich habe ich für euch auch eine kleine Überraschung. Bait Lounge ist mein neuer Partner in Sachen Futter. Ein Futterproduzent aus Deutschland. Ich habe lange rumgetestet, verschiedene Sorten. Und habe mich aber jetzt für Bait Lounge entschieden. Hat ganz viele verschiedene Boilies, eine sehr, sehr gute Qualität. Viele geile Poppies haben die Jungs am Start. Wird alles in Deutschland produziert und hergestellt. Und ihr sollt natürlich auch was davon haben. Ihr bekommt ab jetzt bei Bait Lounge 10% Rabatt mit dem Rabattcode Stefan-Karpfen. Schaut nochmal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos auf alle Produkte, die Bait Lounge hat. Mega Sache, also da könnt ihr richtig Kohle sparen und habt Köder erster Sahne. Und jetzt fahren wir an See, schleppen alles in unser kleines verstecktes Loch, direkt am Spazierweg und hoffen, dass die Karpfen Bock haben. Aber das Wetter stinkt ja eigentlich nach Fisch. So, ein bisschen Energy brauchen wir noch und Abfahrt. Wir haben es zwar nicht weit an den Baggersee, ich habe jetzt aber noch mal schnell angehalten. Ich möchte mir nämlich noch schnell einen Shake machen, bevor ich das ganze Geraffel durchs Wasser in unser verstecktes Loch tragen muss. Und ich habe keinen Bock mehr an der Tanke irgendwelche überteuerten und auch ungesunden Energy Drinks reinzuziehen. Ich habe eine XXL-Dose Holy Gorilla Grape am Start und natürlich meinen Shaker. Einfach mit eurem Messlöffel hier eine gute Portion in euren Shaker rein. Mit Wasser aufgießen, Shaker verschließen, shaken und genießen. Oh, mega lecker und erfrischend. Und ich glaube, der Affe hier auf der Holy-Dose passt auch ganz gut zu unserem Vorhaben. Denn jetzt geht's direkt ab in den Busch am Baggersee. So, Dele. Wir sind gut gelandet, hatten ja auch keine weite Reise. Ist ja direkt bei mir vor der Haustür. Und jetzt heißt alles auf die Karre drauf. Und dann Abfahrt. Da kommt doch wieder einiges zusammen. Für eine schnelle Nacht. Aber klar, Liege
ein paar wasserdichte Taschen für den Regen, die Karre, Gummistiefel, Warthose habe ich eingepackt, Schlafsack, Pott. Naja. Ich glaube, die Wartstiefel können wir gleich anziehen. Wir müssen ja eh durchs Wasser durch. Schirmzelt. Also wir Angler sind, glaube ich, wirklich verrückt. Aber alles drauf. Abfahrt. So, es ist alles unten am Wasser. Ich glaube, ich muss mehr Sport machen. Bin ganz schön außer Puste. So, jetzt alles noch rübertragen durchs Wasser in unser kleines verstecktes Loch. Und dann geht's los. Wir haben 18 Uhr, die Zeit rennt. So. So, das ganze Geraffel ist hergeschleppt. Ich habe, glaube ich, schon gut Wasser geschöpft durch meine Wartstiefel. Die sind wirklich ein bisschen zu kurz hier für die Aktion. Vor allen Dingen, wenn man alles hier durchs Wasser tragen muss. Aber der Wind steht immer noch perfekt auf unserem Ufer. Es ist ein bisschen wärmer. Also es sind noch reichlich Badegäste jetzt hier am See unterwegs. Aber die stören mich nicht und ich störe die nicht. Weil hier in meinem Loch sieht mich eh keiner, falle ich nicht auf. Ich habe eine Angelkarte, ich darf hier angeln, ich darf hier nachts angeln. Ja, also macht euch keine Gedanken, dass ich hier irgendwas Illegales mache. Aber ich habe halt hier auf jeden Fall meine Ruhe. So, jetzt seht ihr mal, ich habe mir ein bisschen die Dornen weggeschnitten. Die Bäume hier oben habe ich alle in Ruhe gelassen. Kein Uferbeschnitt, nicht die Natur beschädigen. Ein Angler findet auch im kleinsten Löchlein Platz. Aber jetzt seht ihr mal, es ist doch, es wird auf jeden Fall kuschelig, ja. Aber die Taschen, ein Großteil der Ausrüstung ist alles wasserdicht. Das kann hier draußen stehen bleiben. Ich baue jetzt erstmal schnell den Schirm auf, weil da vorne sieht es wirklich aus, als ob jeden Moment die nächste Regenpartie über uns hereinbricht. Ja, und dann heißt es Gas geben, Routen aufbauen. Mal gucken, ob ich den Pott hier überhaupt stellen kann oder ob ich Bangsticks brauche. Wasser ist ja doch relativ tief. Gas geben. Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Wir Angler finden auch im kleinsten Loch ein gemütliches Plätzchen. So gemütlich, reicht perfekt für eine Person. Ui, da donnert's. Das Einzige, was nicht passieren darf, das Wasser darf nicht steigen. Also wäre ich jetzt an einem Fluss unterwegs, wie zum Beispiel in Italien am Po, Wasseranstiege von 2 Meter über Nacht, überhaupt kein Thema. Da würde ich hier direkt absaufen, aber hier am Baggersee wird nichts passieren. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal aufgrund der Wassertiefe hier vorne, war abzusehen, meinen Pott umgebaut auf Bangsticks. Lange Bangsticks mit Bissanzeigern kommen hier zum Einsatz. Der Pott würde hier wahrscheinlich versinken. Ich werde jetzt erstmal professorisch hier vorne ins Wasser reinstecken, muss die Routen noch vorbereiten. So, und dann geht's los. Ich hoffe nicht, dass jetzt direkt das Gewitter kommt. Aber ich bin ja hier gut geschützt. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video gesagt, bei Gewitter auf jeden Fall drauf achten. Gewitter kommt oft auch mit Sturm, dass ihr nicht unter irgendwelchen großen Moschenbäumen sitzt. Da kann es gefährlich werden. Hier sieht alles relativ grün und frisch aus. Und wie gesagt, wenn Wind oder Sturm kommt, bin ich auf jeden Fall hier schön geschützt in meinem Loch. Und Unwetter und Sturm ist auf jeden Fall nicht schlecht zum Angeln. Ne? Wasser wird aufgewühlt, Sauerstoff kommt rein. Da stehen in der Regel die Fische drauf. So, Vorfächer vorbereiten. Ich zeige euch gleich, was ich mache. Und dann Ruten raus. Ich werde 140 Gramm Inline-Bleie einsetzen auf einem 40 Lips Submerge Leader. Diese
Bleikernschnur legt sich schön auf den Grund und ist extrem abriebsfest. Das verbinde ich jetzt einfach mit meiner Schlagschnur. Ist oben eingespleist, könnt ihr einfach ganz normal anknoten. So, und ich glaube, ich werde, um schnell möglichst attraktiv zu angeln, einen Protex Hookbait benutzen. Das sind nochmal nachgehärtete Boilies, starker Fischflavor, sind unheimlich attraktiv im Wasser, also wirken auch ohne großes Vorfüttern. Und da drauf für den optischen Reiz werde ich einmal so einen Flurpop-up setzen, neongelb, das kennt ihr von mir, der altbewährte Schneemann. Und auf die zweite Rute bin ich jetzt noch mal am Überlegen, ob ich das 360 Grad Rig einsetze mit einem gelben Poppy oder ob ich so ein Sweetcorn hier als Schneemann präsentiere. Da mache ich mir jetzt kurz noch ein paar Gedanken dazu. Ich bereite jetzt erstmal das erste System vor. Hier seht ihr mein System, was ich einsetzen werde, ein sogenanntes Blowback Rig. Ich habe hier am Haar einen kleinen Ring auf dem Hakenschenkel laufen, der schön auf dem Hakenschenkel hier gleiten kann. Wenn der Karpfen den Köder ansaugt, kann sich der Haken perfekt drehen und beim Ausspucken perfekt im Karpfenmaul haken. Als Köder werde ich so ein Protex Resistant Hookbait einsetzen. Das sind extrem harte Boilies, die Weißfischattacken gut überstehen. Denn hier am Gewässer rechne ich auf jeden Fall mit Brassen. Die sind reichlich vorhanden. So, ziehe den auf mein Haar auf. Werde den unteren Bereich jetzt hier noch ein bisschen mit der Schere abkratzen, dass sich der Neon Pop-Up gut drauflegt. Gerade so ein bisschen, dass es fast eine gerade Fläche gibt. Könnt ihr theoretisch auch machen, bevor ihr aufzieht, den Köder, dass er euch das Haar nicht abschneidet. So. Pop-up schneide ich jetzt auch ein kleines Stück runter. Legt sich das Ganze schön hier zusammen und bildet eine schöne Einheit. Kleiner Boilie-Stopper obendrauf. So, ganz perfekt. So sieht es aus, mein System. Den Haken, den ich verwendet habe, ist ein White Gay Baked in der Größe 2. Und als Vorfach habe ich das Cortex eingesetzt mit 35 Lips. 140 Gramm Blei, schön mit Gripper-Eigenschaften. Liegt schön sicher dann am Gewässergrund, auch wenn ihr in einer steileren Kante angeln solltet. So, die erste Montage geht auf Reisen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Meine Swinger. Der Regen ist gekommen, wie wir es vermutet haben. Aber ich sitze hier noch ganz geschützt und meine Entscheidung ist auch gefallen. Ich werde die zweite Montage auch mit einem Schneemann anbieten. Anstatt einem kleinen Flur-Pop-up
diesmal so ein Fake-Maiskorn. Und dann morgen früh im Hellwerden, wenn nichts kommen sollte, auf die Blue Pop-Ups gehen, also rein auf Pop-Ups, die vom Boden abstehen, in der Kante drin. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, weil sonst werde ich auch gleich nass. Aktuell bin ich noch gut geschützt hier in meinem Loch, aber draußen regnet es jetzt schon anständig, ja. Wahnsinn. Das ist ein Sommer dieses Jahr, unglaublich. Unglaublich, unglaubliches Wetter. Naja, auf jeden Fall ist jetzt der Badesee leer. Ja? Hätte ich auch vorne an der Strandpromenade aufbauen können, hätte ich das vorher gewusst. So, jetzt ein bisschen Ordnung machen. Und dann verkriechen wir uns ins gemütliche Zelt. Klein, aber fein. Aber wir sind hier gut geschützt. Die Routen liegen. Es ist 20 Uhr. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Ja, es kann schon gut sein, dass ich in der Badhose heute schlafen werde. Weil ich sitze hier wirklich direkt an der Wasserkante, ja. Aber der Regen hat aufgehört. Jetzt kommt wieder ein bisschen die Sonne durch. Also es ist echt, muss ich sagen, die Kiddies tun mir so ein bisschen leid. Die haben jetzt Sommerferien und so ein Dreckwetter. Aber für uns Angler, glaube ich, ist das Wetter ganz ideal. Aber das werden wir spätestens morgen früh sehen. Ich baller mir jetzt noch eine lecker Schoki rein für den kleinen Hunger. Weil großartig grillen werde ich hier an dem Spot nicht. Zu wenig Platz und auch keine Lust. Und das Y-Food der perfekte Begleiter für solche Kotz-Sessions. Ja, und im Hintergrund seht ihr schon meine Tackle-Box. Ich werde mir jetzt noch ein paar Pop-Up-Rigs bauen. Falls die Bodenköder, die Schneemänner, keinen Abnehmer finden sollten. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Bin mal gespannt, ob ein paar Fische hier in dem Gebiet rollen, also sich hören lassen heute Nacht, ob Karpfen da sind. Das habe ich ja bisher nicht getestet. Ich war ja nur hier Platz gesucht und jetzt eine schnelle Session geplant. Aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Morgen früh, wenn es hell wird, ein paar auffällige Köder setzen, die leicht über Grund abstehen. Aber jetzt warten wir erstmal die Nacht ab. In einer Stunde wird es stockeduster sein. Schauen wir mal. Das Wetter passt eigentlich, ja. Jedenfalls zum Angeln. So, wir ziehen uns jetzt noch die Glücksocken an. Und dann gehen wir hier in die Mupfe. Die Badhose habe ich mir hier so griffbereit, besser gesagt einschlupfbereit hingelegt, dass ich gleich reinhüpfen kann, wenn hier draußen was angehen sollte. So, Jungs und Mädels, bisher ist wirklich Totentanz da draußen. Die Jungs hier werden es richten. Bis zum Biss. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es wird gleich hell. Es ist kurz nach 5. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt und werde jetzt die letzten Angelstunden ins Hellwerden rein noch auf einen auffälligen Poppy setzen.
losgeballert eben. Bis ich in der Badhose drin war. Jetzt mal gucken, dass ich mir da drüben in die Bojen reinzieht. Voll auf dem Schlaf gerissen. Ist jetzt eh die Zeit, wird langsam schon wieder hell. Die ganze Nacht war es ruhig. Jetzt im Morgengrauen. Bockt noch ein bisschen hier vorne am Kraut. Jetzt wird er wach. Muss echt aufpassen, dass er mir nicht in die Bojenkette reinzieht. Dann ist er. Jetzt hängt er hier vorne leicht im Kraut. Vorsichtig Druck machen. Ganz vorsichtig ziehen. Aber ich muss jetzt ein bisschen mehr Druck machen, sonst geht er mir in die Bojenkette noch rein zum Schwimmbad rüber. Da kommt er jetzt langsam. Also fast vor mir hier. Aber er hängt hier vorne im Kraut. Der Kollege. Der kommt da jetzt. Gutes Krumm wie ein Flitzebogen. Oh, ein schöner Spiegler. Ein schöner Spiegler. Schöner Fisch. Ein richtig fetter Spiegler. Jawohl, ich hab ihn. Oh. Alter Jungs, Alter, unglaublich. Guckt euch mal dieses Brett an. Ach du Scheiße. Oh Gott, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also was habe ich nie gesehen. Oh Gott, auf den Schneemann. Alter, was ein Fisch. Was ein Fisch. Oh ne. Absolut, absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Der hat über 20 Kilo. Guck dich mal den Fisch an. Ich dreh durch. Ich dreh komplett durch.
Ja, wenn man alles im Wasser machen muss, ist gar nicht so einfach. Hier der Erfolgsköder, Schneemann, Protex 20 mm, drüber ein kleiner Neon-Poppy. Ja, und ein riesengroßer Spiegler. Absolut brutal. Schaut euch mal das Paddel an. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Alter Vater, ich dreh durch. Und das alles hier in dem unwegsamen Gelände. Ihr seht jetzt hier einen Fisch in der 25 Kilo Klasse. Ist gar nicht so einfach, den hier mal hochzubekommen. Oh. Puh. Wahnsinn. Oh, ist einer der größten Karpfen, die ich in meinem Leben bisher fangen durfte. Was ein Blech. Wahnsinn. Wahnsinn. Absolut. Absolut brutal. Dankeschön. Hey, Fini. Riesenfisch gefangen. Ja, die zeigt ja wieder eine Riesenbegeisterung. Absolut brutal. Absolut brutal. Jetzt im Morgengrauen. Die ganze Nacht hat es geregnet. Jetzt setzt der Regen schon wieder ein. Kurze Regenpausen. Komplett ruhig. Und jetzt im Morgengrauen pfeift dieses Teil ab. Ich bin vielleicht vor einer Stunde aufgestanden, da war es so 5 Uhr rum. Da habe ich auf der einen Rute den Köder gewechselt, den Neon-Poppy geworfen. Die andere Rute mit dem Schneemann habe ich liegen lassen. Und da knallt es jetzt volle Kanne los. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. So, ich warte jetzt noch, bis Fini ausgeschlafen hat. Und dann raffe ich hier alles zusammen, schlepp's zurück hier durchs Wasser. Absoluter Wahnsinn, ich bin echt platt und überwältigt. Das ist einer der größten Karpfen, die ich in meinem Leben fangen durfte. Und all das bei so einer kurzen, schnellen Session, ohne irgendwas groß vorzubereiten, einfach einen verrückten Platz gesucht, hingesetzt. Größtes Sauwetter jetzt hier im August in Deutschland. Aber wie ich es euch prophezeit habe gestern noch, die Fische stehen drauf. Wahnsinn. Geil. Das ist Angeln. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Alles Gute. Euer Stefan. Ciao, ciao.